In dieser Woche ging es in unserer Tiny House Küche voran. Wir haben nämlich die Küche aufgebaut, noch nicht komplett, aber sind dort ein gutes Stück vorangekommen und das möchten wir euch in dem heutigen Video zeigen. Wir sind Anja und Ilan noch hinter der Kamera, wir tauschen gleich und hier seht ihr unsere Küche. Wir haben bis vor einer halben Stunde auch noch hier drin geackert und wollten natürlich so viel wie möglich auch schaffen. Wir sind natürlich noch nicht fertig geworden, weshalb es auch ein zweites Video von unserem Küchenaufbau geben wird. Aber den heutigen Stand möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wo starten wir am besten? Also wir haben uns natürlich für eine L-Küche entschieden. Das habt ihr vielleicht, wenn ihr uns auch schon länger folgt, schon in vorigen Videos gesehen. Da waren nämlich die Korpusse schon aufgebaut. Das Interessante ist, fangen wir vielleicht mal mit der Arbeitsplatte an. Wir hatten uns vorher oder ursprünglich für eine Leichtbau-Arbeitsplatte entschieden. Ich zeige euch mal ganz kurz ein Beispiel, wie das aussah. Okay, ich habe jetzt gerade mal von hinten noch ein Stück geholt. Das sind die Leichtbau-Leisekorbplatten, mit denen wir zum Beispiel auch unsere Heizungskonvektoren verkleidet haben, mit denen wir auch planen, unsere Türen zu bauen, weil die einfach super leicht und ultra stabil sind. Da wir noch keine Erfahrung mit den Platten haben und die Küche ja unser Herzstück ist, hatten wir auch vorgehabt, das Dekor, welches wir eigentlich für die Platte ausgesucht hatten, von einem Profi verleimen zu lassen. Ne, dass das Ganze mit den Geräten auch verspannt wird. Du brauchst dafür bestimmte Geräte, auch eine gewisse Hitze, dass eben das Ganze auch als Küchenarbeitsplatte benutzt werden kann. Das wäre aber so teuer geworden, dass wir das einfach nicht hätten leisten können. Und deshalb mussten wir dann wohl oder übel, bei uns geht es ja auch immer ums Gewicht, wir müssen ja immer darauf achten, dass wir nicht zu schwer werden, mussten uns dann aber doch wohl oder übel für eine Massivholzplatte entscheiden, aus Kostengründen, aus Stabilitätsgründen und sind heute aber auch total happy mit dem Ergebnis, auch wenn wir jetzt das Gewicht in dem Fall mal vernachlässigen. Wir haben hier schon die Platte behandelt mit Grundieröl von Kreidezeit. Wir arbeiten eigentlich hauptsächlich mit Kreidezeit, machen nochmal ein separates Video und gehen dann auch genauer auf diese ganzen Produkte ein. Aber das hat total gut geklappt. Das Problem war, bevor wir die Platte mit den Korpussen befestigen konnten, ist uns aufgefallen, dass die Lücken hier an der Seite jetzt natürlich nicht mehr, aber dass die Lücken enorm groß waren. Das heißt, in der Woche, als ich jetzt arbeiten war, hat Ilan die komplette Küche, also die Korpusse, die schon mit unserem Ständerwerk und in sich komplett verschraubt waren, alles wieder auseinandergenommen. Ich habe auch nur gesagt, wenn du das machst, ich kann das nicht mit ansehen. Das hat uns so viel Zeit und Nerven gekostet. Alles wieder auseinandergenommen, alles neu ausgerichtet, weil es auch irgendwie dann schief war und es war grausam. Naja, und jetzt passt aber alles. Die Lücke ist wie bei einer herkömmlichen Küche. Wir konnten alles gut verkleiden und konnten somit auch die Arbeitsplatte dann verschrauben. Die Platten haben wir nicht komplett selbst bearbeitet. Und zwar haben wir von dem Schreiner, der uns eigentlich diese Leichtbauplatte hätte bearbeiten sollen. Allerdings die Verbindung für unsere L-Küche, kommt mal kurz mit hoch, die haben wir zuschneiden lassen, weil wir uns das einfach nicht zugetraut haben, hier sauber zu arbeiten. Und uns natürlich auch wichtig ist, dass dann später während der Arbeit oder wenn man auch mal die Arbeitsplatte abwischt, hier keine Krümel reinfallen oder sich Wasser darin sammeln kann und das Holz dann vielleicht auf Dauer auch aufquillt und so. Das war natürlich das Letzte, was wir wollten. Deshalb haben wir diese Verbindung machen lassen. Auch von unten ist diese klassische Schraubverbindung. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Platte wurde verleimt. Das hat auch super geklappt. Wir haben das Ganze dann schön angezogen und nach 30 Minuten war die Platte nicht mehr zu bewegen und alles war super stabil. Dadurch, dass unsere Wände hier im Tiny House, die wir ja selbst auch von innen verkleidet haben, nicht komplett gerade sind, haben wir leider auch eine nicht komplett gerade Arbeitsplatte. Jetzt sieht man das noch. Ich kann mal einen ganz kurzen Sneak Peek geben. Die Lücken sind riesig, irgendwie überall. Und dann haben wir gedacht, ach komm, wir holen uns jetzt einfach dann entsprechende Leisten. Die haben wir noch nicht. Das ist jetzt unser ORAK-Dekor, welches wir für andere Stellen benutzen. Aber dass man sich das optisch so ein bisschen besser vorstellen kann. Das wird alles verkleidet und dann sieht man das auch nicht mehr. Das ist kein Problem. Wir haben hier übrigens eine IKEA-Küche verbaut, die wir damals bereits im letzten Jahr bestellt haben. Ich zeige euch das mal. Die ist eigentlich matt. Das glänzende oder dieses glänzend blaue
Das kommt jetzt von der Folie, die wir draufgelassen haben, damit wir sie nicht weiter beschädigen. Wir haben ja hier schiefe Wände und hatten halt eben das Problem, dass der Schrank hier eben nicht wirklich mehr verdeckt war oder bündig abschloss. Das fanden wir gar nicht gut. Und haben dann die komplette Platte, die komplette L-Platte, sie ist ja bereits hier verleimt, wie Anja schon sagte, eben nach vorne gezogen, nach vorne bewegt, mussten alle Schrauben nochmal lösen und so weiter. Und so geht das halt schon den ganzen Tag. Das heißt, wir sind schon ziemlich durch, ehrlich gesagt. Das ist ein Campingherd. Wir haben uns hier also für Campingtechnik entschieden. Der Grund ist folgender. Wir arbeiten ja hier nicht mit 50 Millibar, sondern wir arbeiten hier mit, ich glaube, es waren 30 Millibar. So viel also zu unserer Kochstelle. Das war uns eben wichtig, dass wir genug Platz haben und haben uns deshalb auch für diese Lösung entschieden, dass wir hier drei Flammen nebeneinander positionieren. Somit haben wir hier hinten dann eben die Zutaten gegebenenfalls und eben noch genug Platz, verschiedene Töpfe eben auch drauf abzustellen. Hier kann man ein bisschen schnippeln, da kann man ein bisschen schnippeln. Für diejenigen von euch, die uns schon länger folgen, die wissen sicherlich, dass die Küche für uns eigentlich der wichtigste Ort ist. Und dass wir diesen Ort eben hier vorne positioniert haben, das hatte eben, ja, das war einfach ein persönlicher Grund. Das hat uns persönlich am besten gefallen. Für die Balance bzw. für das Gewicht ist es alles andere als gut. Als wir diese Aufteilung wollten, haben wir auch gewusst, dass wir gewissermaßen alles erstmal wieder ausräumen oder ausbauen müssen, wenn wir dann eben umziehen mit dem Haus. Das ist dann eben so. Das ist also nicht mehr so mobil, wie wir es ursprünglich gedacht hatten. Aber das war unser Kompromiss. Es ist euch sicherlich schon aufgefallen, unser Edelstahl-Waschbecken. Wir haben uns hier für ein sehr, sehr tiefes und breites Waschbecken entschieden. Wir haben uns hier für einen Wasserhahn mit Wassersparfunktion entschieden. Es gibt auch andere, die man abmontieren kann, beziehungsweise die wir hätten knicken können, so dass wir auch das Fenster aufbekommen. Wir finden das eigentlich ausreichend dadurch, dass wir auch dieses Fenster hier haben. Ich denke, das reicht zum Lüften. Ja. So. Hier ist unser Kühlschrank. Das ist auch wieder ein Kompromiss, den wir leider eingehen mussten. Er ist sehr klein. Er ist wirklich für, ich sag mal, einen Zwei-Personen-Haushalt. Und nicht nur zwei Personen, sondern zwei Personen, die jeden Tag kochen und für ihr Leben gerne kochen. Und das ist ja irgendwie unser Hobby. Das ist schon ein wirklich kleines Gefrierfach und ein echt kleiner Kühlschrank. Wir haben uns eben dafür entschieden, hier oben dann noch genug Fläche zum Schneiden zu lassen oder zum Arbeiten zu haben und dann gegen diesen großen Kühlschrank entschieden. Das war uns irgendwie wichtiger. Wir haben noch einen Wasseraufbereiter, der wahrscheinlich hier oder hier Platz finden soll. Und wir haben verschiedene Küchengeräte, die auch irgendwo noch Platz finden sollen. Hier fehlen auch noch einige Griffe, wie ich sehe. Die muss ich auch gleich noch anbringen. Das ist also quasi ein ganz normaler Eckschrank, wie man ihn kennt, ne? Mit Rondell, nenne ich das jetzt mal. Ist also auch schon fertig installiert. Allgemein sind wir eigentlich sehr positiv angetan über die Qualität dieser Küche. Also gerade die Scharniere, die sind sehr ordentlich. Also es sind die gleichen Scharniere, die man auch in hochwertigen 15.000 Euro Küchen findet. Wir haben für diese gesamte Küche, so wie sie hier steht, also einmal die Arbeitsplatte, haben wir, glaube ich, 120 oder 130 Euro bezahlt. Das ist eine Arbeitsplatte aus Buche. Aber die gesamte Küche samt der Geräte hat uns gekostet 2.500. Hier seht ihr auch noch eine kleine Lücke. Daraus wollten wir eigentlich noch ein Weinregal basteln. Mal schauen, ob wir das noch machen oder ob wir hier einen Auszug für unsere Trockentücher schaffen, weil gerade jetzt auf dem kleinen Raum ist es uns doch auch wichtig, dass die Trockentücher nicht einfach überall drüber liegen, um zu trocknen, sondern dass man die vielleicht auch schön aufhängen kann. Das sind so Kleinigkeiten, das wird natürlich noch alles passieren. Genauso wie unten sind ja auch noch die Füße von der Küche sichtbar. Da haben wir natürlich auch noch Zierleisten und diese Dinge, das kommt alles dran. Und wie gesagt, auch das Waschbecken ist noch nicht angeschlossen, weil wir dort vergessen haben, diese Anschlussadapter wie auch im Badezimmer zu bestellen. Also es sind halt so einige Sachen. Oder das Waschbecken ist noch nicht mit Silikon eingefasst. Das haben wir jetzt erstmal nur reingehangen, um einfach auch ein Gefühl zu kriegen, wie wirkt die Küche, was muss noch gemacht werden. Wir sind schon total heiß, hier unseren ersten Kaffee kochen zu können. Also es nimmt langsam Form an. Wo wir noch keine Lösung haben, ist für unsere Küchenrückwand bzw. für unseren Spritzschutz. Wir haben uns schon Muster bestellt und wir haben auch schon eine engere Auswahl. Das macht dann natürlich optisch nochmal viel her, wenn wir das
endlich angebracht haben, die Steckdosen final angeschlossen werden können, dieses Loch endlich verschwindet. Das stört uns auch total. Und dann nähern wir uns eigentlich auch dem Ende unserer Küche und können dann wirklich mit den Leisten anfangen, das Ganze ja noch zu verschönern, mal zu schauen, welche Dunstabzugshaube könnte denn hier reinpassen. Und zwar haben wir hier den Auszug. Und ihr seht, der erste Mülleimer ist auch schon voll, der gelbe Sack muss raus. Hier haben wir einmal die Möglichkeit, Pappe oder andere Dinge unterzubringen. Hier wäre dann zum Beispiel der Biomüll und hier dann der gelbe Sack. Jetzt fange ich schon mit der Aufteilung an. Das lassen wir, das heben wir uns für das nächste Video auf. Und wir hoffen, dass euch der erste Eindruck, der erste Einblick unserer Küche gefallen hat. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben, ein Abo unseres Kanals mit aktiviertem Glöckchen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss!